trotz des Zeitalters des Gehirns und allen Glauben in die Hirnforschung und Neurotheologie und allen diesen Ausuferungen, glauben die Menschen erstmal, dass unser Geist unabhängig ist vom Gehirn. Wir definieren sogar den Tod über den Hirntod und wir wissen, dass eben ein Schlag auf den Kopf uns eben all unserer großen Fähigkeiten zumindest kurzfristig oder langfristig berauben kann. Also eigentlich wissen, ist es auch eine Alterserfahrung, dass es ohne Gehirn nicht geht, dass das der Ort ist, wo die Musik spielt. Also man kann eigentlich sagen, dass es so zwei große Prozesse gibt in der Gehirnentwicklung, nämlich einerseits sozusagen das Ansammeln, also das Generieren von Nervenzellen, erstmal überhaupt müsste das ganze Netzwerk aufgebaut werden. Das beschäftigen wir uns einen großen Teil unseres Lebens, also des vor allen Dingen jungen Lebens mit. Und dann geht es in einem zweiten Schritt darum, wenn erstmal Nervenzellen miteinander interagieren, wenn sich ein Netzwerk gebildet hat, dieses Netzwerk zu optimieren oder zu verändern. Was mich am meisten fasziniert ist, dass es sowas gibt wie Erleben. Also es gibt ganz viele Prozesse in meinem Körper, die wir überhaupt nicht mitbekommen. Aber Gehirnprozesse sind meistens oder in vielen Fällen auch Prozesse, die wir irgendwie erleben. Und wie all dieser Zusammenhang ist zwischen Erleben und Hirnprozessen, das ist das, was mich am meisten fasziniert. Also wenn ich an meine Großmutter denke, dann gibt es keine Großmutterzelle, sondern jeder Gedanke, den ich habe, geht mit einem unverwechselbaren Muster der Hirnaktivität einher. Und damit, wenn wir Computern beibringen, diese Muster zu erkennen, können wir dann auch zu einem gewissen Grad feststellen, was eine Person gerade denkt. Und selbst wenn ich nur denke, also das ist für Philosophen schön, dann kann ich in meinem Gehirn, wenn Herr Heinz gleichzeitig mit seinem Scanner das anguckt, eben feststellen, dass ich, selbst wenn ich die Handlung gar nicht ausübe, trotzdem diese Hirnregion aktiv habe, die ich aktiv hätte, wenn ich mich dann wirklich bewegen könnte. Also da kann ich unterwegs noch was stoppen, aber diese motorischen Areale sind trotzdem aktiv. Also will man wirklich so frei sein, dass man überhaupt nicht mehr den Naturgesetzen gehorcht? Das wäre irgendwie ganz gruselig, finde ich, weil man dann eben auch nicht mehr sicherstellen könnte, dass meine Entscheidung auch handlungswirksam wird. Weil natürlich möchte man, dass, wenn ich einmal eine Entscheidung getroffen habe, diese dann die normalen naturgesetzmäßigen Auswirkungen hat. Man muss sich am Anfang erstmal überhaupt entscheiden, was meint man damit überhaupt, wenn man vom freien Willen spricht. Und vielfach ist das gar nicht richtig thematisiert worden. Und ich sag mal, Philosophen haben den Hirnforschern und Psychologen das Recht abgesprochen, da überhaupt was drüber zu sagen. Das ist vielleicht ein bisschen chauvinistisch. Und Hirnforscher haben dann aber auch gleichzeitig die Diskussionen aus der Philosophie komplett ignoriert. Das ist genauso chauvinistisch gewesen. Und heute stellen wir fest, dass wir eine neue Generation von, ich sag mal, Kognitionswissenschaftlern haben. Das gilt nicht nur für das junge Gehirn, sondern für alle Gehirne, dass wir natürlich einerseits im ausgeschlafenen Zustand zum Beispiel gut lernen können, im gesunden Zustand. Wenn wir Wissen so abspeichern wollen, dass wir es ein bisschen dauerhafter haben wollen als nur für die nächste Klausur, dann ist es auch sicher sinnvoll, zum Beispiel in unterschiedlichen Orten zu lernen. Also meistens lerne ich dann wirklich bildlich, dass ich weiß, was auf der Seite steht. Und das kann ich aber auch ganz gut abrufen nachher. Gibt es denn noch andere Tricks, die ihr vielleicht kennt, um sich Sachen gut merken zu können? Was weiß ich, denken in Bildern oder sowas? Nee, also ich lerne auch am besten, wenn ich in meinem Zimmer meine Mitschriften mit mir führe und dann rumlaufe. Also, ja. Das Gehirn hängt eben auch sehr stark von körperlicher Aktivität ab. Und die Frage ist, warum? Wahrscheinlich ist eine der Erklärungen, dass Gehirne in der Evolution entstanden sind, um Bewegung zu ermöglichen.